gekotzt, Alter. So. Hallo, meine lieben Freunde. Hola, du bist doch... Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Far Cry 6. Wir haben heute den 29.10. 1.20 Uhr. Ja, und mal sehen, was uns jetzt... Was jetzt kommt. Der Undercover-Hengst. Ich glaube schon, ja. Gilberto Rosario, ne? Hier, oder? Mach mal Galopp! Nein, wirklich, bitte geh. Sonst steckt er nachher noch voller Kugeln. Nee, das ist eine iranische Geschichte. Wir wollen jetzt schon... Das hätte ich hier jetzt aber auch schon sehen können. Ja. Das werden wir auf jeden Fall gar nicht machen. Weil da geht es darum, den Präsident zu töten. Und der soll ja am Leben bleiben. Weil sonst taucht er wohl nicht mehr in den Zwischensequenzen auf. Und dann übernimmt das Ruder wahrscheinlich sein Sohn. Also da gibt es wohl zwei Spielstränge. Man kann ihn töten oder auch ihn leben lassen. Und wir lassen ihn leben. So. Ein nationaler Schatz. Jo. Ich glaube... Müssen wir noch mal zu dem Schwadden. Ich habe genau die richtige Mission für dich. Ich mag diese jungen Guerilleros. Sie erinnern mich an, naja, mich. Nur kleiner. Und wir werden mehr als einen Keller voll kleiner Tiger brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Die Zeit ist gekommen, Bebe Tigre. Wir brauchen Carlito. Das fünfte legendäre Mitglied der Revolution von 67. Und der härteste Kerl, den ich je getroffen habe. Soldados pissten sich in ihre Pantalones, wenn sie ihn sahen. Kennst du den Ausspruch, zwei Fliegen mit einer Klappe? Also, Carlito hat mal zwei Flugzeuge mit einer Kugel abgeschossen. Er ist ein Held der Nation. Also, das war er, bevor er in den Ruhestand ging, um im Museum zu arbeiten. Das Regime hat ihn in einen Käfig gesteckt, damit dreckige, wahre iranische Touristas ihn beleidigen können. Seine wahre Bestimmung liegt auf dem Schlachtfeld. Wir treffen uns am Museum. Zusammen werden wir Carlito aus seinem Gefängnis befreien. Okay. Castillo hat viele Kugeln, aber wir werden Carlito haben und Carlito braucht nur eine. Das ist ein starker Opa. Und das ist gut im Futter. Da kann ich ja noch nicht mal mithalten. So, wollen wir mal sehen, wo das ist. Hier waren wir auch noch nicht. Würde ich ja sagen, gehen wir hier hin. Hey, hey. Oh, nein. Ich wollte noch um die Kurve rum. Hab zu spät auf B gedrückt. Dann nochmal das Ganze. Wir machen erstmal den Fallschirm auf. Und dann drehen wir uns und dann geht's geradeaus mit dem Windsuit. So. So. Und jetzt hier. Du sollst so rum. Jawohl. Nee, das geht zu schnell runter mit dem Windsuit. Ich weiß auch nicht. Ja, und wir zocken in 1440p. Auf meinem neuen PC für neue Zuschauer.
und habe mir ein Monster gekauft. 2.500 €. Aber nicht gleich hier so bar auf die Kralle, sondern auf Finanzierung. Na, eine Krabbe, so, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich brauche was mit PS. Na, da ich jetzt auch arbeiten tue und der Fernseher ist abbezahlt, 63 € im Monat, das ist verschmerzbar. 63 € 3 Jahre, aber den werde ich vorzeitig abbezahlen. Ich habe einen AMD Ryzen, AMD Ryzen 5er, 5600X, Grafikkarte 6800 XT. Ja, das dazu. Mein neues Heiligtum. Also wir sind richtig im Gelände drin hier. Ne, wir fahren hier weiter, Mensch. Führt er uns denn hin? Oh. Was ist denn noch? Na gut, dann kümmern wir uns da erstmal drum. Ah! Der geht nicht kaputt, oder was? Moment. Das gibt's ja nicht. Hey! Was ist denn hier los, Alter? Den Alarm nicht kaputt schießen. Vielleicht haben sie das Spiel geupdatet, weil sonst konnte man das immer machen, sogar mit der Machete. Fahr erstmal durch da, du Arsch. Schlüsselkarte? Ja. Aktuell haben wir auf Ultra 90 Bilder. Ja, die Grafikkarte soll die 5 Jahre halten. Ich wollte nicht erst überbrücken mit einer günstigeren, die sind ja alle so teuer. Die günstigen Karten sind auch teurer. Da habe ich mir lieber gleich die drittschnellste auf dem Markt gekauft. Aber die soll dann auch 5 Jahre halten, ne? Und das wird sie wohl auch. So, hier sind wir fertig.
Ein Moment. Hat er uns nicht reingeführt? Ich bin beim Museum. Ich auch. Wenn du Fotos von uns sehen willst, als wir noch jung und naiv waren, leg die Waffe weg und geh einfach wie ein Touri da rein. Können wir was gucken? Mit dem Aufzeichnungsprogramm von AMD kenne ich mich jetzt schon besser aus. Gehen wir mal auf. Will mal was wissen. Also die Grafikkarte ist aktuell ja, fast voll ausgelastet. Also 94%, 92%. Die CPU 32% nur. Der 5600X. Das ist ein super Wert. 30% nur Auslastung. Grafikkarte so um die 90. So, wieder weg damit. Dann wollen wir hier mal rein, wa? Da ist ein Panzer drin. Aha. Na los, ich beiße nicht. Der Eintritt ist gratis. Sehr schön. Dieses Museum ist ein Geschenk von El Presidente Castillo an das Volk. Richten Sie ihm meinen Dank aus. Ah, er ist am Schlafen. Ist das Diego? Der arme Junge hat ja nie eine Chance. Verräter, ne? Mhm. Verführung der Schwachen. Einen Moment, ich mach mir gerade eine Fluppe. So. Erobere unsere Freiheit von Anton zurück. Alles klar. Ein Plattenspieler ist ein harmloses Gerät, aber in den Händen der Radikalen wird er zu einer Waffe. Pro-revolutionäre Propagandamusik von Pedro Torero und anderen hat dafür empfängliche Iraner radikalisiert. Viele von ihnen Studenten. Hm, so ähnlich wie Fridays for Future, ne? Die sind noch ziemlich radikal. Man verdirbt unsere Heiler von morgen. Das weiche Herz der jungen Iraner machte sie anfällig für Fehlinformationen. Als sie mit den Verletzungen konfrontiert waren, die durch die unrechtmäßigen Unruhen verursacht wurden, haben viele fehlgeleitete Medizinstudenten, wie die als Lucky Mama bekannte Verräterin, den kriminellen Aufständischen erste Hilfe geleistet und darüber vergessen, wem sie eigentlich zur Treue verpflichtet sind. Oh, interessant. Das Blut unserer jungen Athleten. Es waren nicht nur Intellektuelle, die von Santos getäuscht wurden. Selbst die vielversprechendsten Sportler Jaras, wie der als El Tigre bekannte Verräter, wurden von der Revolution verführt. Ihre jungen Körper sollten für die falsche Seite bluten und sterben, statt stolze iranische Soldaten oder zukünftige Olympik-Ikonen zu werden. Die Erosion der wahren iranischen Dichtung. Yara ist ein Land der Dichter, doch während der Revolution haben Dichter wie der Verräter Lorenzo Canseco ihre eigene Kunstform beschmutzt. Die Gitterstäbe der Revolution haben sie eingesperrt und von der Außenwelt abgeschnitten, wie Vögel in Käfigen. Und so wurde die iranische Kunst zu einem Zerrbild ihrer selbst. Künstler wurden gezwungen, krude propagandische Werke zu verfassen, die zum Glück in Vergessenheit geraten sind.
Ach, da ist der Käfig. So. Ja, das könnte man sich jetzt alles hier durchlesen, ja, aber das wird einfach zu weit führen. Hier ist auf jeden Fall eine Spezialwaffe. Präsident Castillo steht uns die Zukunft. Dieses Foto zeigt überall andere Sachen. Also das ist schon krass. Eigentlich würde ich mir das ganz gerne durchlesen, alles, aber im Let's Play wird das zu weit führen. Hier auch überall noch sowas, ne? Schon krass. Hier sind wir. Mal zu kontrollieren, dass das alles was anderes ist. Ja, das sind auch alles sehr interessante Sachen, also haben sie schon cool gemacht. Mühe gegeben beim Spiel. So. Ach, hier kommt die Waffe, ne? Da darf man nicht rauf. Oh, das macht nichts. Wir haben eine mit Schalldämpfer. Hey, du, leg die Waffe weg. Nur weg. Und mal sehen jetzt. Na, jetzt geht's. Ein Alarm übrig. Da hinten ist noch einer. Hat er einen Schlüssel? Sogar Unterstützung. El Tigre! Ist Carlito etwa ein scheiß Panzer? Na klar doch. Was hast du denn gedacht? Geil. Aber wir müssen jetzt natürlich. Ich gehe in die Kanone, Danny. Du ein Steuer. Bring uns hier raus. Nee, noch nicht. Carlito ist Schrott. Ich kann ihn wohl kaum hier raustragen. Carlito braucht nur ein bisschen Liebe. Das schaffst du. Wir brauchen die Kiste. Das ist Spezialwaffe. So. Ist sie da drin? Da ist sie drin, Alter. So. Surprise, surprise. Adel verpflichtet. Geil. Das schauen wir uns gleich mal an. Ja, der kann sowieso weg. Erstmal. Adel verpflichtet. Ja, so viele Spezialwaffen haben wir noch gar nicht von denen. Nur Magazin. Mal lesen. Einen Moment. So. Mit Bedacht schießen. Mittlere bis hohe Reichweite. Sehr stabil. Auf einer kleinen Schriftrolle steht, wer auch immer diese Waffe hält, soll wissen, dass sie die Hebamme ist, die bei der schmerzhaften Geburt einer Nation hilft, deren Väter gierige Spanier waren. Das Blut von Unschuldigen klebt an ihrem Lauf und auch an dir, wenn du ihn nicht gegen die Castillo-Unterdrücker richtest. Dies schreibt Iselda, eine freie Frau. Ja, und ich bin ein freier Mann. Ein Freigeist bin ich. So, hier kann man natürlich jetzt nichts mehr machen. Was haben wir hier? Erweitertes Magazin. So, wir nehmen wieder unsere Chilischote.
So, und die werden wir jetzt ausrüsten. Mal sehen. So, und es geht zum Panzer. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Was zum? Jetzt komm ich! Komm, komm. Ja, der muss halt down sein. Einmal kurz. Nein, das... Na, ist egal. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört, aber ich verstehe dich. Ja.
Tigre! Lorenzo, wie schön! Was verdammt macht der hier? Er sollte Carlito mit eigenen Augen sehen. Mi compai! Wie viele Jahre hängst du jetzt auf diesem Berg fest? Zu viele. Carlito und ich, wir teilen viele Erinnerungen. Es wird Zeit für ein paar neue. Los, schließ dich an, Hermano. Der Krieg ist vorbei, wenn alle frei sind. Si! Komm, komm schon, das wird gut. Schon okay. Komm schon. Der Krieg ist vorbei, wenn wir alle frei sind. Seit wann zitierst du denn Lobo? Seit ich endlich aufgehört habe, mich selbst zu verarschen und nur die Wahrheit blieb. Lobo hatte ein Talent dafür, leeres Gerede zu entlarven. Ich wünschte, er wäre hier. Er wäre so froh, uns und Carlito zu sehen. Froh, dich und Carlito zu sehen. Ach, hör auf mit dem Unsinn, El Tigre. Geile Optik auch. Kernherausforderung abgeschlossen. Ja, hier können wir jetzt eigentlich nichts groß machen. Wir haben eigentlich alle Waffen abgegradet. Gucken, wo wir hier hinkommen. Licht. Fast 100 Bilder haben wir. Das ist eine gute Grafikkarte. Gibt auch keine Treiberprobleme oder so. Das ist auch sehr aufwendig, was AMD da... ich habe jetzt die Treiber nochmal aktualisiert. Und sehr aufwendig, wie sie das alles beschreiben, was da verbessert wurde und so. Einen Moment. Wir werden heute auch eine Runde Battlefield zocken. Das konnte ich alles auf meinem alten Rechner nicht mehr spielen, wegen den 8 GB RAM. Mein neuer hat jetzt auch 16 GB RAM, ist ja klar. Das reicht auch erstmal. Und wenn es sein muss, in den nächsten 5 Jahren, weil so lange soll der PC halten, bis ich ihn aufrüste, dann kommen da 32 rein. 2 16er Regel. So. Ich guck mal, wie lange das Let's Play geht. Moment, Z. 30 Minuten. Ja, würde ich sagen, das passt doch. Muss ich nochmal kurz raus hier. Und das Aufzeichnungsprogramm von AMD heißt ReLive. Braucht das Action-Aufzeichnungsprogramm jetzt nicht mehr, das ist sehr gut. Findest du gar noch besser als das von Nvidia. Kannte ich ja vorher gar nicht. Ja, morgen kommt der Microsoft Flight Simulator. Das wird auch geil, weil den konnte ich auch alles nicht mehr spielen. Und Battlefield 5 konnte ich auch nicht mehr spielen. Und ja, so sieht das aus. Und jetzt können wir alle spielen. Wie viel Prozent haben wir? Boah, ist immer noch nicht viel mehr als 60. Ich bin aber bei Battlefield nicht so gut. Ich bin auch schon stolze 41 Jahre. Ist eigentlich noch kein hohes Alter, aber bin da nicht so ein... Die meisten spielen ja auf dem PC Battlefield mit der Maus und Tastatur. Und ich spiele es mit Controller. Aber es macht auch Spaß, auch wenn man öfter stirbt und nicht so viele Kills hat. Das macht nichts.
Ja, Battlefield 5 habe ich schon installiert. Da werden wir gleich mal reinschauen. Habe ich nämlich bei Steam mir im Bundle gekauft. Battlefield 1, Battlefield 5 und Battlefield 4 auch noch. Alles in Ultimate Editions. Ja, meine lieben Freunde, das war für heute die neueste Folge Far Cry 6. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß mit Carlito, mit dem fetten Panzer. Ja, wir werden das Spiel komplett durchzocken. Wir wollen auch Watch Dogs Legion komplett durchzocken und auch Assassin's Creed Valhalla. Alles für 15 Euro in der Flatrate mit drin bei Ubisoft Plus. Ja, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.